So, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Simulation von Payback. Bei mir ist wieder der Hulk. Jo. Hallo erstmal. Heute sind wir beim Cruiserweight Championship Match und auch bei der Main Show. Letztes Mal hatten wir die Kickoff. Heute sind wir noch immer Donnerstag und ihr seht jetzt das Cruiserweight Championship Match zwischen Austin Aries und dem Champion Neville. Was sagst du dazu, Hulk? Dass Austin Aries gewinnt. Und zu dem Match? Was sagst du von dem Match? Wird's gut? Wird's nicht so gut? Keine Ahnung. Was hältst du davon? Ja. Ich hoffe, dass es gut wird. Du hoffst es. Wie fandest du es bei WrestleMania, Hulk? Also, das schon, das vielleicht nicht, das, ich glaube, das weiß mir ja nicht geguckt, weil du ja auf die DVD guckst. Aber ich glaube, das Match ging so 13 Minuten oder so. Kann das hier aber besser werden? Und länger werden, vielleicht? Schwer zu sagen. Also, ich fand's nicht schlecht bei WrestleMania. Aber denkst du, es wird hier noch besser? Vielleicht. Du hast ein Austin Aries und ein Neville im Ring, Hulk. Weißt du, was das heißt? Dass der als Austin Aries gewinnt? Das war zwar nicht so bei WrestleMania. Weil jetzt kommt noch immer der Cruiserweight Champion rein. Das ist noch immer Neville. Und er ist noch immer der King of the Cruiserweights. Aber wird der hier nochmal verteidigen können gegen Austin Aries? Das ist die Frage. Hulk sagt nein. Das haben wir auch bei WrestleMania gesagt. Aber wir dürfen nie den King of the Cruiserweights unterschätzen, Hulk. Das haben wir gelernt daraus, ne? Ja. Wir dürfen nie Neville unterschätzen. Neville ist auch einer von den guten Wrestlern. Auch wenn früher haben die Leute ihn einfach ignoriert und so. Weil jetzt als Heel hat er die Aufmerksamkeit, oder Hulk? Ja. Und er ist sofort Cruiserweight Champion geworden. Seit Royal Rumble schon. Und das ist schon ein bisschen her, ne? Bei Rumble war nämlich genau am Januar, war das so? Januar, glaube ich. Oder doch, Januar. Anfangsmonat. Anfang des Jahres, 2017. Das weiß ich. Das ist der erste Pay-Per-View, glaube ich. Hol, das Match startet jetzt. Was sagst du zu dem Match? Kann es wirklich gut werden jetzt? Sagst du jetzt, es wird ein starkes Match nicht dabei? Du zweifelst ein bisschen, ne? Wird das, kommen wir einfach so, Hulk, wird das Match of the Night an diesem Pay-Per-View? Also das beste Match von diesem Pay-Per-View. Denkst du, das wird das beste Match von dem Pay-Per-View, Hulk? Nein, das nicht. Das nicht. Ich frage dich jetzt nach jedem Match, wird das Kick-Off das beste Match für dich? Hab ich vorhin vergessen. Glaub nicht, oder? Kick-Off. Nein. Ich frage dich jetzt immer und ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was dein Match of the Night wird. Ich kann es dir aber schon denken, glaube ich. Aber gucken wir, oder? Ja. Verrat uns noch nicht, Hulk. Wir gucken. Wir sind erst beim Cruiserweight Championship Match. Der Ref kriegt den Titel. Der wird nochmal an Austin Aries gezeigt. Und dann geht die Fahrt los, Hulk. Mhm. Cruiserweight Championship Match. Natürlich könnt ihr auch wieder eure Tipps in die Kommentare schreiben. Während die Austin Aries und Neville sich vorbereiten und das Match geht los. Wir sind drin, Hulk, im Match. Okay. Und Austin Aries fängt sofort an, ey. Und ja, Hulk, was können wir noch hier sagen, ey? Nicht viel, da. Es ist ein Cruiserweight Championship Match. Als Opener kann man das gut bringen. Als Opener der Main Show kann man das hier wieder gut bringen. Das haben wir uns auch beschlossen, das hier als erstes in der Main Show zu simulieren. Ich war doch gerade essen, wie ihr schon gehört habt. Oh, schöner Konter. Was macht? Ah, kein Konter, das war ein schöner Move von Austin Aries. Wir haben schon nie gesehen. Austin Aries ist ein guter Wrestler, hab ich ja gesagt, Freunde. Hulk, das findest du auch. Ich glaube, du magst ihn ja. Das ist ja auch cool. Ich glaube, du kannst dich noch erinnern, wann wir das Match simuliert haben bei WrestleMania. Da haben wir es auch simuliert. Und da haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Crucifix hier von Herren. Und ja, wir reden natürlich ein bisschen mehr über das Match, weil ihr wisst, Hulk sieht nicht, was in diesem Match passiert. Ja, das stimmt schon, ja.
Deshalb reden wir ein bisschen. Natürlich werde ich auch kommentiere, wenn hier schöne Momente passieren. Boah, schön hier von Nils Davis. Aber meistens reden wir auch noch über die Matches dann selber. Aber das machen wir auch meistens am Anfang, Neil. Erzähl's mal, was kann man zu Austin Aries sagen, Ulk? Dass der einfach gut, ein guter Wrestler auch ist. Guter Wrestler ist der, einer deiner Lieblings-Wrestler, ne? Mhm. Und was kann man dann zum King of the Cool Raid sagen? Zu Neville? Ja, dass der noch nicht wirklich was gebracht hat. Noch nicht richtig viel. Ja, der einzige den der rum hat bei der WWE, der NXT ist der Dings. Der Cruiserweight. Der Cruiserweight, ja. Und bei aber NXT muss, hatte der man muss Neville hat. Aber sagen, er hat fast Cena besiegt und wurde schon fast einmal United States Champion und sogar, schön an Germany, fast einmal WWE World Heavyweight Champion. Und dann war er noch Face. Da war er noch Face. Und das muss man einfach lassen. Das muss man einfach lassen. Er kann einfach gut wresteln. Aber auch aus Darius, muss ich auch sagen. Aus Darius gefällt mir auch ganz gut. Mhm. Oh, Albo, der geht daneben. Da ist Neville. Da war Neville zu schlau. Ey. Und Jarok. Zwei gute Highflyers, können wir das so sagen? Damit wir uns einigen. Ja. Könnte man das so festhalten, dass das einfach zwei gute Highflyers sind? Ja. Und das Match geht hier hin und her. Hier. Mikinochi Driver! Von Neville. Neville hier schöner Move! Und Neville geht für eine Submission hoch. Ist das vielleicht die Titelverteidigung? Nein. Aber aus Davis kommt raus. Und Crucifix! Und jetzt von einem aus Davis. Das haben wir auch nicht so oft gesehen, ey. Ein Crucifix von einem aus Davis. Ja. Vorhin hatten wir das von Neville gesehen, jetzt zeigt aus Davis nicht mal. Aus Davis sagt, sie kommen mal over dir. Fordert Neville, die aufzuschreiben, Neville kontert. Aber jetzt hat aus Davis ihn. Jetzt hat aus Davis ihn. Oh oh. Und das kennen wir von ihm. Er springt sehr gerne, oder? Da kommt der Sprung hier. Austin Aries! Weltklasse von Austin Aries. Da merkt man, das ist ein Cruiserweight-Match, oder? Wie er rausgesprungen kommt. Du hast es leider nicht gesehen. Was war eine Highflyer-Aktion? Und das mag man doch sehr an den Cruiserweight. Ja. Deshalb heißen sie auch Cruiserweights. Aus Davis kriegt wieder High Risk. Es geht hier richtig ab. Double Axe Handle. Aus Davis geht wieder aufs Top Rope hier. Aus Davis geht High Risk. Was hat Elbow Durchspringer? Der geht wieder daneben. Neville kommt da zum zweiten Mal in Folge in den Elbow. Was sagst du dazu? Dass der Glück hat. Hulk, Neville geht nach oben. Was heißt das? Es ist Red Arrow Zeit. Red Arrow wird gekontert. Red Arrow wird gekontert und da. Oh nein, da kommt sein Vorhaben jetzt. Da ist er. Austin Aries. Eins, zwei. Und Austin Aries ist neuer Cruiserweight Champion. Was sagst du dazu, Hulk? Dass das gut ist. Austin Aries ist unser neuer Cruiserweight Champion. Das wirst du gut finden, ne? Lass du ausgehen, tut. Mhm. Weil der Ruf verfehlt und dann kommt hier Weltklasse Ende. Und dann kommt dieser Vorarm hier, der immer zeigt. Und dann ist immer Schluss. Dann muss es einfach Schluss sein. Und das ist auch Schluss. Und wenn dieser Move durchgeht, dann haben wir einen neuen Cruiserweight Champion. Ist das so? Ja. Austin Aries.
ist neuer Cruiserweight Champion. Wird es passieren, Hulk? Werden wir das am Sonntag sehen? Genau so. Ich hoffe. Also nochmal, dein Team, Hulk, Austin Harris, ist das so? Mein Team ist auch Austin Harris, weil er muss sich einfach durchsetzen, denn Neville hat schon einen Sieg. Und das wäre natürlich auch sehr schön, wenn Austin Harris mal gewinnen kann. Oder? Ja. So, würde ich sagen, war es das zum Cruiserweight Championship Match und das auch natürlich vor der zweiten Simulation. Nächste Folge kommt am Freitag raus, das heißt morgen für euch. Und da sehen wir ein weiteres Match, aber ich sage es wieder nicht, weil wir lassen uns überraschen, Ehul, wir auch. Das ist das nächste Match wird. Überraschung mag ich immer, ne? Magst du das nicht? Überraschung, das ist immer eine schöne Überraschung. Das war's von uns, das war's vom Cruiserweight Championship Match. Hier in unserer Simulation gewinnt aus Nervous. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist. Natürlich, unter jeder Simulation könnt ihr was schreiben. Eure Meinung natürlich. Was wir besser machen können in der Simulation. Das war's von uns. Nee, Hulk. Wir haben schon uns freut. Ja. Wir labern nicht mehr lange hier rum. Das war's von uns. Wir sehen uns in der dritten Simulation. Und haut rein, Leute.